Und noch eine Runde für die Longseite. Es ist ohne Worte. Der Markt erkennt kein Halten und sieht immer noch nach toller Aufwärtsbewegung aus. Wie, jetzt geht doch runter. Seit Ostern ist es doch permanent nach unten gegangen mit dem DAX. Ja, aber man muss dazu sagen, es geht schwach nach unten. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ihr wisst, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem, ja, jetzt sind alle guten Mutes und kaufen und kaufen und kaufen. Soll man dann auch kaufen? Einige haben gesagt, ja, ja, kauft jemand alle. Naja, vorsichtig muss man schon sein, denn dass der Markt nicht reell ist, was wir jetzt hier im Moment sehen, ich glaube, das ist den meisten schon klar oder sollte zumindest mal klar sein. Aber darum geht es nicht. Wir sehen, dass die Abwärtsbewegung hier gemessen am Index hier beim DAX eben schwach ist. Und das ist ein ganz klassisches Zeichen, dass im Moment noch kein Druck für die Longseite da ist. Eigentlich könnte man sagen, naja, hier ist das letzte Tief, das vorletzte Tief, hier ist das Hoch, da kaufe ich nochmal. Also, das wäre gar nicht so schlecht. Das Doofe an der Geschichte ist nur, dass ich keine Ziele habe. Nicht nur für diese Position, sondern auch, was sie weiter angeht natürlich. Also ich weiß nicht, wie weit es da noch nach oben laufen soll. Ich kann es nicht ausrechnen im Sinne von, wie weit flitzt der Markt dann eben noch. Das kann man ganz schlecht abschätzen. Eine 1-zu-1-Projektion, wie ich die sonst so gerne mache, macht hier überhaupt keinen Sinn. Denn das, was wir vorher hier als steile Bewegung hatten, ist super. Aber dieser Rücksetzer ist zu klein dafür und das ist ja auch nicht der erste Anstieg. Wir sehen das hier im Tageschart. Hier vorne hatten wir schon mal einen Anstieg, da hatten wir schon mal einen Anstieg, da war schon mal eine. Wir sind also schon irgendwie mit im Laufen. Und ich habe ein wenig die Befürchtung, wir sind da so im hinteren Teil der Bewegung. Aber das ist bisher nur eine Befürchtung. Eigentlich hätte ich mir auch schon vorstellen können, na, jetzt ist so langsam Schicht im Schacht. Wir sind ja hier schon sehr laissez-faire gezeichnet, fünffällig nach oben gelaufen. Ja, das hätte ich mir gut vorstellen können. Nur das ist eben noch alles andere als impulsiv auf der Abwärtsseite. Nun gar nicht, sondern sieht noch wirklich korrektiv aus. Weshalb ich sage, einer geht noch. Mit welchen Zielen? Das ist die Frage. Für mich gilt in so einem Fall immer, machen wir das mal groß. Das ist jetzt hier, wie gesagt, der Index. Letzte Tief, vorletzte Tief, das wäre ein möglicher Trigger. Ziele, wenn ich keine Projektion habe, liegen zumindest oberhalb dieser Marke. Das ist natürlich gemessen an der möglichen Stopweite. Ihr wisst, ich stoppe ja immer hier drunter. Eigentlich unter der 78er Marke, also ich zeichne das mal ein, wie ich das typischerweise eben mache. Wenn wir das hier mal auf den Index mal anlegen, so sieht dann im Prinzip der Stop aus und dann sieht man, die Stopweite ist sogar weiter als mein zugegeben Mindestziel. Er muss ja nicht an dieser Stelle direkt umdrehen, aber die Frage ist halt, wie weit läuft er noch darüber hinaus und das ist eben eine offene Frage. Deshalb ist das für mich nicht der perfekte Trade und viele von euch wissen, ich mache den Trade des Tages. Der ist es heute nicht geworden, wir haben heute eine Währung, guckt euch den an, meldet euch an, dann kriegt ihr das mit, kriegt auch unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsdaten, also wo wir rausgehen, wo wir Gewinne mitnehmen, wie wir mit dem Stop umgehen, also anmelden, dann kriegt ihr die Info immer dann, wenn der rauskommt, dass ihr das dann auch entsprechend nicht verpasst, es ist kostenfrei, nutzt das Ganze. Dieses hier hätte ich eigentlich gerne genommen, aber macht unter diesem Aspekt jetzt nicht so viel Sinn, weil die Chance-Risiko-Relation mehr als mit Vorsicht zu betrachten ist. Aber wer ist schon der DAX? Wer ist der deutsche Markt? Gucken wir mal, was die Kollegen aus Amerika machen. Die Wall Street ist ja auch schon unterwegs und da sehen wir, dass der Dow Jones hier gemessen, in diesem Fall am Future, am Juni-Kontrakt hier, wie ihr seht, eigentlich ein ähnliches Bild hat. Auch hier im Moment Schwäche, aber schwache Schwäche. Das klingt eigenartig, deutet aber an, dass der Markt eben nicht mit Schmackes nach unten geht, sondern tatsächlich eigentlich hier den sehr harmlosen Fall eben mit sich bringt. Das Zielproblem haben wir aber hier genauso. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der meinen Lieblingsansatz, dieses, ja, auf den Bruch des Zwischenhochs gehe ich einfach mal rein, angewendet hat, der wird hier schon gelitten haben, unter Umständen mehrfach, je nachdem, auf welcher Zeitebene man reingeht. Denn letzte Tief, vorletzte Tief, das wäre, naja, in dem Fall sogar der gewesen, das Hoch dazwischen ist dieser hier. Und das wäre hier abgestraft worden. Das ist wichtig zu erkennen. Auch der Ansatz, den ich immer so als so toll und ich mag ihn so gerne, ich mag ihn wirklich gerne, glaubt mir das, nicht immer führt er zum Erfolg. Manchmal wird man eben ausgestoppt. Und hier haben wir gerade ein Beispiel, dass es auch mal schwierig sein kann. Seht das auch, damit ihr entsprechend eure Positionsgrößen nicht so hässlich groß gestaltet, dass ihr, wenn ihr mal ein, zwei, dreimal daneben liegt, gleich in Sorge geraten müsst, sondern dass ihr eben entsprechend sagen könnt, hey, es ist schon okay, was wir da
dass wir auch da mal auf der falschen Seite sind. Wir bilden das über die Risikoabsicherung ab. Also die Standardwerteindizes sind eigentlich ganz okay. Was die Korrektur angeht, der S&P als letzter der Standardwerte, ebenfalls bisher halbwegs dreiwellig nach unten. Hier sehen wir es im 5-Minuten-Chart, lädt auch eher für die Long-Seite ein. Also anders kann man das nicht sagen, insbesondere wenn er hier triggert. Gleiches Problem allerdings mit der Zielfindung. Das heißt, die Idee dahinter ist, wenn man hier das als Long dann nutzt, wenn er da sowas triggert, dann müsst ihr den Stop entsprechend so nachziehen, damit ihr da nicht mehr richtig leidet, falls es dann doch nicht weitergeht. Denn damit müssen wir nun mal rechnen. Bleibt als letztes der Nasdaq. Gucken wir da auch nochmal eben drauf. Der zeigt überhaupt noch keine Schwäche. Hier im 4-Stunden-Chart immer noch die Aufwärtsrichtung. Das Prinzip aufwärts scheint also hier weiterhin zu gelten. Die Tech-Titel wieder zurück am Schalthebel der Macht, hätte ich fast schon gesagt. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir sehen, dass das der Nasdaq Future hier fast schon wieder auf seinen Hochniveaus drauf ist. Also insofern eher positive Nachrichten von dieser Seite ebenfalls. Man kann es eigentlich nicht glauben, aber es gibt immer noch kein Ungemach hier zu sehen. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Risikopunkte, aber ich glaube, es ist vermessen, jetzt zu sagen, ich setze jetzt alles auf Short. Im Moment stehen die Zeichen im kürzerfristigen immer noch auf der Long-Seite. Das heißt, wer es mag, kann das immer noch versuchen. Aber denkt daran, es ist nicht Gott gegeben, dass der Markt nur nach oben gehen kann. Deshalb denkt immer auch an eine Absicherung. Ich weiß, das kostet manchmal Performance, weil man fliegt doch manchmal raus. Aber es ist die Nummer sicher. Denn wenn dann doch mal was Blödes kommt und der Markt nach unten wegbricht, weil in China doch ein Sackreis umgefallen ist und blöderweise nicht nur das, dann kann es eben sein, dass der Markt dann doch mal hektisch wird. Und wenn das in der falschen Richtung ist, nach so einer sehr heftigen Bewegung, die wir jetzt ja hier aktuell nach oben sehen, dann sollte das eben nur ein kleiner Schrecken sein und nicht eben ein Genickstoß oder wie man das so, ein Todesstoß hier für das eigene Depot. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite mit dabei seid. Denkt an den Trade des Tages, dass ihr euch da anmeldet. Und denkt natürlich an Born for Trading, meldet euch da ebenfalls an, damit ihr nochmal zusätzliche Infos, mehr Ideen und so weiter auch mal auf Smartphone bekommt. Da könnt ihr vielleicht das eine oder andere von mitnehmen, sei es zum Lernen oder vielleicht ebenfalls zum Traden. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.